Die Military World Games. Wird das Turnier zum Sommermärchen für die Bundeswehrfußballerinnen? Ist eine Stunde vorher. 10 Uhr morgens im Marinestützpunkt Ciaga in Rio de Janeiro. Die Frauenfußballmannschaft der Bundeswehr wärmt sich auf für ihre erste Partie. Der Gegner, der Nachbar aus den Niederlanden. Spielertrainerin Hauptfeldwebel Kerstin Stegemann hat ihrer Mannschaft eine klare taktische Richtlinie vorgegeben. Wir werden erstmal versuchen, hinten sicher zu stehen und dann so ein bisschen auf Konter spielen. Wobei ich glaube, dass wir nach vorne besser besetzt sind. Nur erstmal muss hinten die Null stehen und dann hoffe ich auf ein Tor von Conny oder Marie oder wir werden sehen. Vor gut besuchten Zuschauerrängen beginnen die deutschen Frauen klassisch in den weiß-schwarzen Trikots stark. Sie greifen früh an und halten den Gegner in der eigenen Hälfte. Schnell kommen die Bundeswehrsoldatinnen zu ersten Chancen. Bereits in der 5. Minute setzt sich Stabsunteroffizier Jasmin Hommel gut durch und passt nach innen. Die Abwehrspielerin patzt, freie Schussbahn für Hauptgefreiter Vanessa Skradde. Die Torhüterin der Niederländerinnen chancenlos. 1:0 für Deutschland. Es dauert bis zur 12. Minute, bis die Frauen in Oranje zum ersten Mal in die Nähe des deutschen Tores kommen. Ein kurz ausgeführter Eckball sorgt aber für Verwirrung in der deutschen Abwehr. Völlig frei, 5 Meter vor dem Tor, hat die Niederländerin leichtes Spiel und gleicht aus. 1:1. Freistoß für die Bundeswehrspielerinnen. Doch der wird zum Bumerang. Blitzschnell schalten die Niederländerinnen um. Innenverteidigerin Kerstin Stegemann steht alleine gegen 2 Gegnerinnen. Da ist auch die ehemalige Weltmeisterin und langjährige Nationalspielerin machtlos. Trotz Problemen in der Ballbehandlung bringt de Kock ihr Team mit 1:2 in Führung. Nur 2 Minuten später. Ein hoher Ball aus dem Mittelfeld in den deutschen Strafraum. Die Situation scheint geklärt, doch die niederländische Stürmerin ist wachsamer und erhöht auf 1:3. Spätestens jetzt muss die deutsche Mannschaft etwas ändern. Und Spielertrainerin Hauptfeldwebel Stegemann reagiert. Sie geht aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld. Prompt erhöht sich der Druck auf die niederländischen Verteidigerinnen. 42. Minute. Der erneute Abwehrversuch wird von der Schiedsrichterin geahndet. 11 Meter nach Foul an Stegemann. Hauptgefreiter Vanessa Skradde verwandelt sicher. Nur noch 2:3. Und damit geht es in die Pause. Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Das deutsche Team spielt weiter gut nach vorne und erarbeitet sich eine Reihe erstklassiger Chancen. Die Niederländerinnen beschränken sich darauf, ihren Vorsprung zu verteidigen. Die Bemühungen der Bundeswehr-Elf werden nicht belohnt und es bleibt beim 2:3 für die Niederlande. Die Enttäuschung ist groß, aber das Turnier geht ja weiter. Wir müssen jetzt auf Sieg spielen, gegen die USA hilft nur ein Sieg, ansonsten können wir halt die Tasche packen, dann haben wir es auch nicht besser verdient. Also ich glaube, ich muss auch gar nicht lang noch eine Ansprache halten, die Mädels wissen, was los ist, die Enttäuschung ist sehr groß. Also es war kein lachendes Gesicht zu sehen und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ich glaube nicht, dass ich nächstes Mal die Mannschaft noch motivieren muss. Die sind motiviert bis in die Zehennägel. Die Mannschaft setzte ihre Motivation gut um und besiegte die USA mit 4:2.